Wir befinden uns hier im Büro von Hisham Zuabi, Psychologe der Rosengartenklinik Heiligenfeld. Herr Zuabi, seit wann arbeiten Sie hier in der Klinik Heiligenfeld? Ich bin seit 8 Jahren in der Klinik hier beschäftigt. Ich bin geboren in Nazareth, komme aus Israel ursprünglich. Ich bin nach Deutschland zum Studium gekommen. Ich habe in Münster studiert. Nach dem Studium habe ich mich entschieden, hier zu bleiben, hier zu arbeiten, weil das Land mir gut gefällt und hier bleiben wollte. Ich bin in der Regel für 10 Patienten zuständig und begleite die Patienten vom Aufnahme bis zur Entlassung. Das bedeutet, dass ich für diese 10 Patienten therapeutisch und organisatorisch zuständig bin. Es geht darum, dass ich die Gruppentherapie 3-mal in der Woche leite und einen Therapieplan mit dem Patienten erstelle. Darüber hinaus führe ich mit dem Patienten jede Woche ein Einzelgespräch und bin für den ganzen therapeutischen Prozess zuständig. Ich arbeite gerne in Heiligenfeld, weil ich in Heiligenfeld viel gelernt habe, therapeutisch, menschlich. Mir gefällt in Heiligenfeld die Vielfältigkeit der Arbeit. Ich genieße hier auch meine therapeutischen Freiheiten, dass ich therapeutisch so arbeiten, entscheiden kann, wie ich mit dem Patienten arbeite. Das Klima in der Klinik finde ich auch besonders gut. Als Psychologe und Psychotherapeut, der gerne mit Menschen arbeitet, der gerne auch Menschen hilft, finde ich hier in Heiligenfeld die optimalen Voraussetzungen dafür.